Juppidippa. Ihr Lieben, Dinosaur geht weiter. Ich bin hier im Garten und habe hier schon alles bewässert, aber nicht jetzt, sondern vor ein paar Stunden. Deswegen sieht man hier, der Park ist recht sauber. Die Kasse wird langsam voll, aber trotzdem, das nehmen wir mal mit. Und die Kassen sind auch fast voll wieder. Und wir nehmen das trotzdem mal alles mal wieder mit, damit wir wieder Knete, Knete, Knete haben. Wir brauchen Geld. Geld ist immer wichtig. So, ich bin aber heute nicht hier, um Geld zu sammeln. Doch, dort eigentlich auch immer. Aber ich würde gerne noch ein paar Eier öffnen. Ich habe heute schon mal zwei Eier, glaube ich, geöffnet. Aber das war mal wieder nur nichts drin. Eine Niete. Na, das war auch nicht. Ich mache mal ganz kurz den Park, ganz kurz mal in Ordnung. Das wenigstens, das habe ich heute nicht geschafft, als ich eben online war. Da ist ein Ei. Das können wir gleich öffnen. Mal gucken, was wir da rausbekommen. So. Wenigstens geben wir den Tieren etwas zu spielen und was zu essen. Dann haben wir wenigstens das schon mal gemacht. Gibt es hier was zu schreiben? Text leer. Ich habe aber heute trotzdem noch was vor. Das hat mir der Krillin geschrieben gehabt. In einem der Kommentare. Bei irgendeinem Video, was jetzt vor kurzem rauskam. Ich mache ja im Moment nicht so viele Videos von Dino Zoo, weil es ist ja auch nicht viel zu tun und deswegen mache ich jetzt nicht viel und ich habe auch nicht so viel Zeit. Deswegen, ich gucke immer gerade, wenn was Spannendes ist, und das wären vielleicht die Eier, wenn irgendwas schlüpft oder so, dann ist das ganz interessant. Ansonsten ist es eher langweilig, da wieder stundenlang zu warten. Ist ja auch nur so ein Gelegenheitsspiel. Das sind Dinos, die sehen auch schön aus. Die gefallen mir richtig gut. Das Spiel ist zwar nett gemacht, hat für mich zu wenig Motivation. Da muss mehr Motivation rein. Also ich würde gerne länger in dem Spiel verbringen. Also wenn du schon so ein App-Game bist, dann musst du schon ein bisschen mehr geben, damit die Leute vielleicht noch was spielen können. Und dann natürlich ein bisschen zurückkommen, um das Spiel zu spielen. Da ist mir zu wenig. Hier ist nichts zu machen nach einer Zeit, wenn ich den Park sauber gemacht habe, die Eier geöffnet oder nicht geöffnet habe, wie es eben ist. Und dann war es das. Und dann habe ich nichts mehr zu tun. Geld habe ich schon genommen. Ich könnte vielleicht noch was bauen. Manchmal geht das aber dann nicht wegen den hier gegen den Grundstücken. Ja, und dann guckt man dann in die Röhre und weiß man nicht mehr, was man machen soll, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber wer das Spiel zu so einem Gelegenheitsgame nimmt und dann ab und zu mal zu seinem Park kommen möchte und mal gucken möchte, was so abgeht, dann passt das. Für mich ist es zu wenig, auch erst recht irgendwie für euch was zu zeigen. Hier ist nicht viel los und das ist eher so ein bisschen mau. Oh, direkt wieder 47 Geld. So, das war's. Wir machen mal hier. Die Ankylos, das waren gar keine Ankylos, oder? Die war Gargoyleosaurus. Gargoyleosaurus. Ja, so ähnlich. Jo, ja, kühl. Da freue ich mich. Weil, das ist nämlich jetzt dann so ein, ich habe zu viel gedrückt. Ein Level 2 Gargoyleosaurus. Hier ist, man kann hier sogar Fotos machen. Hier, Gehege geht nicht gut. Okay. So. Ach so, man kann Fotos schießen, herunterladen. Nö, ist okay. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Der ist nämlich Level 1. Weiblich. 2. 1. 2. 1. Verkaufen. Auswildern. Verkaufen. Was würdet ihr empfehlen? Ich mache jetzt mal auswildern. Ich kann eigentlich mit beiden nicht viel anfangen. Aber so, jetzt ist der weg. Dann kommt der hier rein. So. Da war noch ein Ei.
Ich gehe direkt hier. Ich weiß gerade nicht mehr, welches war. So, oh, schade. Das war klar, aber ich glaube, ich könnte sogar die anderen, dass ihr mal seht, vor ungefähr knapp 2 Stunden habe ich das gemacht. Gut, da ist jetzt nichts mehr zu tun. Dann machen wir Folgendes, was ich jetzt machen wollte. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo es war. Den Arsch, das tauschen gegen Bernsteine. Ihr seht ja, ich habe ja 309 DNA-Stücke und ich brauche 100, um einen hier so einen schwarzen zu machen. Schwarz-weiß. Dann machen wir es mal so. Ach Gott, geht das besser? Wie viel habe ich? 309 habe ich gesagt, ne? So, 309. 6100 Bernsteine. Mache ich mal einfach. Bäm! Fertig! Jetzt habe ich da oben so einen richtig fetten Batzen voll Bernsteinskis. Und die kann ich natürlich jetzt wieder nutzen, um andere Sachen zu machen. Was ist denn das? Epische Truhe. Was kostet mich die denn zu vervollständigen? Vollenden würde mich... Ach nee, nö, tschö. Nee, nö, tschö. So, gucken wir uns mal die Dinos an. Also ich will keinen nehmen, der 2 oder 1 hat. Hier so ein 4er ist noch okay. Das ist schick. Das Gehege wäre das Baumgehege. Das hier. Kann ich sogar schon machen. Ich kann das sogar fast alles kaufen. Das kann... Hey, und wie kriegt der Essen, wenn ich das nicht machen kann? Erklärt mir das mal bitte jemand. Das ist jetzt echt doof. Das ist mal mega doof. Das muss ich echt mal gucken. Okay. Okay. Hier. Das habe ich sogar. Gut. Könnte ich sogar machen. Könnte. Weißt du was? Heute mache ich mal was Besonderes. Heute. Platz. Ist hier noch ein bisschen Platz für so ein bisschen Gehege? Danke. Warum in diese Richtung? Nein, ich will da nichts von. Mensch, ich will doch nur hier bewegen. Oh, hier gibt es nichts zu essen. So. Neues Gehege. Ich gucke ja ganz kurz mal in den Strängen. Da habe ich nämlich davon, nämlich, das ist so eins. Ich könnte die vollenden mit 3000. Ich glaube, du hast hier noch ein... Und so, ne? Ganz viel davon. Was würde mich das kosten, das zu vollenden? Vollenden 2000. Boah, ist das teuer. Ich dachte, ich hätte jetzt 9000, das wären viel. Voll teuer. So, das könnte ich aber kaufen. Mache ich jetzt einfach mal nur so, weil ich Spaß dran habe. Machen wir so. Nein, wir gucken erstmal ganz kurz. Habe ich hier vielleicht irgendwas hier rumfliegen? Aha, aha. Spielzeugs. Hier habe ich noch hier sowas. So. Nehmen wir mal ran. So. Ach ja, das dauert ja wieder Ewigkeiten. Wie lange? 4 Stunden. Ja gut. Dann eben nicht. Ihr Lieben. Dann mache ich das eben dann beim nächsten Mal. Also hier hatte ich ja auch noch,
Ich könnte mal gucken, ob ich hier vielleicht noch einen Partner bekomme. Das ist nicht der, oder? Styracosaurus. Warst du das? Du warst kein Styracosaurus. Nein, du bist kein Styracosaurus. Ich darf nicht mal auf dich klicken. Ah, Diabloceratops. Okay. Diabloceratops kann ich aber jetzt nicht kaufen, ne, oder? Nee, die waren ja so. Ach, das ist ärgerlich. Muss ich mal gucken jetzt. Tja. Aber was wir machen könnten, ich könnte mir doch den einen kaufen hier. Und den tun wir schon mal vorbereiten fürs nächste Mal. Also vollenden würde mich kosten. Wow. Ist echt teuer. Oder wir warten noch mal, vielleicht in den nächsten, vielleicht habe ich ja Glück, in der nächsten Folge oder sowas, wenn ich hier mal noch mal so an dem Rad drehe. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch mal ein anderes Bauteil. Dann muss ich nicht so viel ausgeben. Was natürlich jetzt schade. Aber wir können mal Folgendes machen. Diese Level 1er verkaufen. Und dann habe ich hier noch einen Dino Level 2. So. Kann ich die direkt verkaufen? Ich will hier nicht. Ah, da kann ich direkt verkaufen. Das sind nämlich Level. Das war Level 1er, ne? Zwei Level 1er. Verkaufen, freilassen. Oh. Tschüss, weg sind sie. Möchtest du? Ja. Mach was. Tu was, Frau. Lauf rum. Wo kommt das denn hier hin eigentlich? Ich würde das gerne auch hier irgendwie. Irgendwo. Hier irgendwo hinbringen. Ach, guck mal, das passt ja auch wieder hier hin. Ja, passt. Schade. Schade. Ich hätte jetzt gerne ganz ehrlich noch ein bisschen ach Mann, das dauert immer. Ich mag das nicht. Ich mag, wenn ich was baue, dann möchte ich das gerne nutzen sofort. Das dauert immer so lange. Das ist doof. Was kostet mich denn das nächste Stückchen dieses Gehege? Level 33 muss ich sein. Das ist natürlich jetzt lange hin. Was ist das hier? Das könnte ich kaufen für 32.000. Mache ich es einfach mal. Was ist das hier? Wieso mittendrin lassen sie dann immer was, damit wir das nicht nehmen können, ne? Sehr, sehr gut geplant. Ich habe übrigens immer noch kein Iguanodon. Ach so, stimmt. Iguanodon züchten sollte ich ja auch mal hier. Aber also ich könnte den hochleveln. Das können wir ja schon mal machen. Genau, das passt ja. Iguanodons können wir ja schon mal leveln. Hier machen wir mal ganz mit sauber. Das können wir auch mal updaten. Ich hatte letztes Mal noch irgendwo so ein Gehege, nicht Gehege, so ein Nistplatz gebaut. Wo war denn das? Hier hatte ich noch irgendwo einen Nistplatz gebaut. Nistplatz. War es bei euch? Nee, du hast keins. Habt auch keins. Das Upgedate ist schon mal gut. Dem ist doch auch doof und langweilig. Wieso kann ich nur einkaufen? Was bringt das denn? Woher kriege ich denn den nächsten? Ach je. Na, ich mag sowas nicht. So Limits auch noch. Na, haben wir nix. Haben nix. Da hätte ich noch so einen davon. Aber bis du wieder ein paar neue Teile hast, ich hab nichts fertig und nichts zusammen, ne?
Ja, und ist das hier wieder in einer Stunde? Hier können wir ein bisschen Geld entnehmen. Ja gut, Leute, dann war es das jetzt erstmal. Schade. Aber dafür habe ich jetzt ganz, ganz, ganz viele Bernsteine gesammelt. Mit den kleinen Babys, die ich eigentlich nicht brauchte. Hier diese, wie heißen sie hier nochmal? Vergessen. Lipsi, Lipsi, Hipsi, Hipsi, Lofodon. Ist okay. Ist okay. Wir machen da, ich schmeiß die ganzen Einser jetzt bald raus. Tu dann alle Zweier, Dreier rein. Und wenn das klappt mit der Zucht hier, oder mit dem... Kann ich sogar nochmal updaten? Komm, machen wir auch nochmal. Nochmal die Autos. Da kann ich den auch noch höher setzen. Ja, mal hier ein bisschen Geld. Ja, noch mehr Geld. Geld, Geld. Ihr wisst ja das Wort. Geld regiert die Welt. So, ein paar Updates sind ja auch gar nicht mal so schlecht. So, ja gut, dann haben wir das jetzt. Jetzt habe ich hin und her gezoomt, gemacht und getan. Bernsteine wurden gekauft. Ich sage danke fürs Zugucken. War eine kurze Folge, macht aber nichts. Mehr ist ja auch jetzt nicht zu tun. Bis denn. Und tschüss.